Im letzten FIFA habe ich mir die Frage gestellt, was erreicht man in nur 7 Tagen FIFA 23? 147 Tage habe ich gebraucht, um aus einem Starterteam das beste Team in FIFA 23 zu machen. Und auf genau diese Mission gehen wir auch im neuen EAFC 24. Und damit willkommen zu Was erreicht man in EAFC 24 ohne FC Points Tag Nummer 1. Oh mein Gott, ich habe so Bock auf diese Serie, Freunde. Und ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht lange und starten rein in ein neues FC-Jahr ohne FC Points. Wir werden absolut Vollgas geben, so wie auch letztes Jahr schon. Ihr habt die Serie so dermaßen auseinandergenommen und deswegen will ich heute euren Support auf diesem Video sehen. Schaffen wir 20.000 Likes zum Start der Serie, würde mich extrem freuen. Und falls du, Schlingel, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt kostenlos auf Abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du das machst, bist du auch gleichzeitig beim Gewinnspiel dabei, denn zur ersten Folge heute verlose ich einmal FC 24 an euch. Alles, was ihr dazu machen müsst, meinen Kanal abonnieren und mir was in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in den Account, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir erst 24 Tage das Ding zum Adventskalender gemacht und dann einfach das komplette Jahr durchgezogen und wir starten hier rein mit der guten Högel als Starterkarte und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was hier noch so am Start ist. Wir haben hier den guten Serdar, wir haben Papela. Ja, wir haben die ein oder andere Bronzekarte am Start. Das sieht doch schon alles in allem super geil aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Geht so. Aber das werden wir natürlich sehr schnell ändern. Wir holen uns jetzt hier erstmal einen Leihspieler, Kingsley Coman mit 5-Star-Skills hat er, glaube ich. So ist es. Und damit steht unser Starter-Team und damit können wir jetzt Trikots auswählen. Da sind auf jeden Fall schon mal... Oh mein Gott, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Wir hatten in FIFA 23 auf der RTG auch als Starter-Trikot das Heimtrikot von Argentinien. Ich bin kein Argentinien-Fan, aber das war auch letztes Jahr schon unser Trikot. Das finde ich gerade absolut verrückt. Auswärts nehmen wir Real Madrid. Finde ich sehr, sehr nice, das Trikot. Und als Wappen gehen wir fürs Erste mit Millwall. Aber ich denke, dass ich das Wappen noch ändern werde. Aber das ist auf jeden Fall schon mal unser Verein. Im Shop warten Belohnungen auf dich. Die werden wir uns direkt abholen. Es gibt ja jetzt leider keine Starter-Packs mehr. Es gibt jetzt nur noch ein paar Trikots und eine gratis Evolution. Aber die lassen wir uns nicht nehmen. Die nehmen wir natürlich trotzdem sehr, sehr gerne mit. Und dann gehen wir jetzt hier rein ins FC Founders Pack und schauen einfach mal rein gemeinsam. Ihr werdet mittlerweile bestimmt auch einige von euch zumindest das Spiel grinden. Ich bin sprachlos, Freunde. Ich habe so Bock auf diese Serie, diesen Verein absolut nach oben zu pushen. Und hier sehen wir die ganzen Karten, die wir gratis bekommen, beziehungsweise die Vereinsobjekte. Jetzt habe ich das einfach direkt aktiviert, aber ist halb so wild. Und hier hinten haben wir die Founders Evolution und das packen wir uns jetzt hier alles in den Verein. Und damit kann der Grind losgehen. Der Grind kann losgehen. Eine ganz, ganz wichtige Frage dieses Jahr in der RTG ist nämlich auch, was holen wir uns für einen Evolution-Spieler? Ich hätte extrem Bock, irgendeine Karte komplett über das ganze Jahr hochzuspielen. Ich habe da bislang an den guten Tell vom FC Bayern München denken müssen. Der hat mich Forster Skills, Forster Weakfoot und ich feiere den im Real Life einfach unnormal. Es gibt hier auf jeden Fall viele verschiedene Möglichkeiten, was zu pushen. Das werden wir aber in der ersten Folge noch nicht machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare ein paar Vorschläge, was wir da machen können. Ich würde gerne, ja, auf so Spieler wie Ansu Fati und so verzichten. Das sind nämlich so Spieler, die benutzt jeder und ich fände es irgendwie cool, wenn wir irgendwie was Besonderes in dieser RTG machen. Und damit müssen wir jetzt wirklich loslegen mit dem Grind und zwar müssen wir sehr, sehr viel spielen. Falls ihr das Video verpasst habt, was erreicht man in 24 Stunden FC, 24 ohne FC Points, da dachten auch einige von euch, das ist die RTG, aber nee, das hier ist die erste Folge. Da habe ich ja wirklich so heftiges Zeug gezogen. Checkt das Video auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne ab und wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Menge zu erledigen. Wir müssen jetzt hier den Season Pass ein bisschen grinden, hier ein paar Sachen abschließen und was sich zum Start von FC 24 am meisten lohnt, ist direkt mal
400 Vorlagen und 250 Tore schießen, dabei noch 75 Finesse-Shots und so weiter und so fort. Da könnt ihr nämlich die ersten Untrade-Packs mitnehmen und genau das werde ich jetzt die nächsten Stunden mal wieder machen. Wird auf jeden Fall geil. Ich werde hier Abschlussmeisterung alles mitnehmen und bei Vorlagenmeisterung auch alles, damit ihr Bescheid wisst. Und wenn das erledigt ist, sehen wir uns wieder zu einem richtig saftigen Pack-Opening. Freunde, da bin ich wieder. 3-4 Stunden hat es mal wieder gedauert, die ganzen Ziele abzuhaken. Aber ich sag euch, wie es ist. Zum Start der RTG lohnt sich das. Dadurch sind wir jetzt schon bei Level 5. Werden wir auch gleich alles abholen. Wir checken aber erstmal ab, was ich hier so gemacht habe. Ich habe einmal hier das FC Fauna-Ding abgeschlossen. Dafür bekommen wir nochmal weitere 1250 Erfahrungspunkte. Insgesamt habe ich 14 Games gemacht. Dabei jedes Mal über 30 Tore geschossen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit gekostet, weil ich dabei halt auch noch Finesse-Shots gemacht habe. Lupfer, Volleys, Power-Shots und was man nicht alles machen muss, um die ganzen Packs zu bekommen. Aber das haben wir jetzt endlich erledigt und dafür bekommen wir, wie gesagt, noch ein paar Erfahrungspunkte. Tagesziele sind auch abgehakt und damit sind wir sogar schon bei Level 7. Also das können wir jetzt hier auch alles mitnehmen und das mache ich. Haben hier erstmal ein Premium Gold Pack am Start und sogar einen Player Pick. Einer von drei, 75 plus. Wer weiß, direkt MAP. 82er, ist okay. Dann haben wir hier entweder 10x80 plus oder 2x84 plus. Aus dem 10x80 plus hatte ich in dem 24-Stunden-Video ein paar nice Karten, deswegen gehe ich auch hier wieder mit dem 10x80 plus Pack. Dann haben wir hier noch ein 2x78 plus Pack am Start. Ein 80 plus mal 2 ebenfalls. Und dann kommen wir natürlich zu den Meilensteinen. Da hagelt es jetzt Packs. Okay, die Stadion-Dinger, die werde ich jetzt hier erstmal lassen. Die müllen nämlich nur alles voll. Die lasse ich jetzt hier. Aber wir haben hier einmal 82 plus Pack für 10 Squad Battle Games. Dann habe ich hier bei den Vorlagen alles abgehakt, was was bringt. Und dafür bekommen wir ein 100k Pack, ein 55k Pack. Wir bekommen 25k Pack, zwei seltene Goldspieler und ein Gold Pack. Das ist überragend. Und das können wir jetzt hier alles abholen mit dem neuen Feature in EAFC 24. Da kannst du alle Objekte aus den Objectives direkt abgreifen. Das ist sehr, sehr nice. Und hier habe ich dann auch nochmal bei Abschluss ein 2-Spieler-Pack, ein 35k Pack, 55k Pack, 25k Pack, noch ein 55k Pack und ein 100k Pack. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend und ist natürlich wirklich sehr zeitintensiv. Aber man kommt damit auch so ein bisschen rein ins Game, finde ich. Das geht auf jeden Fall fit. Hier bekommen wir sogar auch noch 2 Packs. Die sind jetzt nicht unbedingt der Rede wert, aber die nehmen wir uns auch mit. Und dann sollten wir hier erstmal ready sein. Die Grundlagendinger, die lassen wir jetzt erstmal links liegen. Das sind nämlich nicht allzu krasse Sachen. Wir gehen jetzt rein ins erste Pack-Opening in unserem RTG-Account und ziehen jetzt hoffentlich direkt Hero Al-Owairan. Warum nicht? Auch dieses Jahr hätte ich den echt gerne wieder. Ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr auch wieder so gut ist wie letztes Jahr. Und dann gehen wir jetzt hier rein ins Pack-Opening. Ziehen von Manchester City. Ich glaube, das ist eine Spielerin. Ja, okay. Gut, Fodder. Aber Hauptsache, wir bekommen die ersten Goldkarten in den Verein, denn wir müssen natürlich auch die fortgeschrittenen SBCs früher oder später abschließen. Da hatte ich ja auch in dem anderen Video einfach eine Icon drin. Das war absolut crazy. Hier ziehen wir einen polnischen ZOM von Fenner. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Okay, nehme ich auch erstmal mit. Ist auch nicht wirklich der Rede wert, aber ist okay. Ihr seht auch, die ersten Münzen sind mittlerweile auch am Start. 10.000 Münzen einfach nur durchs Spielen. Das ist auf jeden Fall auch einigermaßen stabil. Nimmt man mit. Und wir ziehen den 82er Grifo vom SC Freiburg. Also gleich bei den 100 K-Packs, 55 K-Packs und so weiter und so fort. Da muss es wirklich ballern. Da müssen wir wirklich hoffen, dass wir ein paar Walkouts ziehen. Ein paar coole Karten, damit wir uns ein erstes Team zusammen basteln können. Und wir ziehen jetzt hier erstmal die zwei Spieler-Packs weg. Wir steigern uns jetzt so ein bisschen nach und nach. Das ist ein Silber wahrscheinlich, ja. Ich lasse mich hier nicht baiten. Ich dachte kurz Icon oder irgendwas in der Art, aber nee, das war auf jeden Fall eine seltene Silberkarte. Deswegen wurde der Mann angezeigt. Dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Zwei seltene Gold-Profi-Pack. Okay, diesmal Gold, Spanien, ZM, Atletico Madrid. Ist das Llorente? Das wäre sehr strong. Ah, okay, es ist Saul. Und so ein Pack haben wir nochmal am Start. Zwei seltene Gold-Profis. Komm schon, Junge. Deutschland, ZDM. Das ist Kimmich, oder? Safe. Warte.
Es ist Kimmich. Let's go! Der erste Walkout auf der RTG ist eingetütet. Joshua Kimmich mit einem 88er Rating. Und die Stats sehen echt knackig aus. Also vielleicht können wir mit dem irgendwas machen. Ich muss mir wirklich noch sehr, sehr gut überlegen, mit welchem Spieler ich diese Evolutions machen werde dieses Jahr. Aber wie gesagt, der Tell von Bayern, der wäre schon nice, wenn man den hochlevelt. Der wäre schon sehr, sehr cool. Aber das ging jetzt hier schon mal sehr, sehr gut los, würde ich sagen. Wir machen weiter. 2x78 plus. Pack ziehen. Okay, das ist 85er Keylor Navas von Paris bei der Flagge und Torhüter. Da kann es nur einer sein. Und das ist auch ein guter Pull. Gutes Rating, mit dem können wir früher oder später bestimmt irgendeine coole SBC abhaken. Oh Mann, Alter, wirklich. Wenn ich was in FIFA liebe, beziehungsweise im FC, dann ist es auf jeden Fall die Anfangszeit und natürlich die letzten Monate. Ich fand die letzten Monate in FIFA 23 auch überragend, aber das wisst ihr ja bereits. Aber so die Anfangszeit ist auch immer sehr, 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 sehr cool, muss ich sagen. Wir ziehen einen italienischen linken Außenverteidiger. Das ist Di Marco. Der hat dieses Jahr auch eine deutlich bessere Karte erhalten. Hat ja auch echt guten Fußball im Real Life gespielt, muss man sagen. Stabiles Pack, beziehungsweise eigentlich ist es echt nicht so geil gewesen, aber ist egal. Damit gehen wir rein ins 82 Plus Pack und da bekommen wir wieder einen Italiener, einen Innenverteidiger. Ich glaube, das ist 83er Romagnoli und genau so ist es. Ist jetzt auch nicht das Nonplusultra, aber ist Futter. Früher oder später wird man bestimmt solche Karten brauchen. Und damit kommen wir zu den neuen Packs und die sehen knackig aus. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal die zwei Premium Gold Profi Packs. Einer sogar 80 plus. Spanien, ZIV. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber nee, leider nix aber. Das ist einfach nicht gut. Das brauche ich nicht schönreden. Dahinter noch Wimmer, der ein oder andere Spieler. Moukoko ist bestimmt auch für den einen oder anderen von euch interessant für das Evolution-Thema, aber für mich ist das dieses Jahr nicht. Wir machen weiter. Premium Gold Spieler Pack Nummer 2, Uruguay Stürmer. Darwin Núñez, auch eine nice Karte. Den kann man nämlich in diese Founders Evolution reinpacken. Oder in dieses andere Ding. Ich verwechsel das immer. Denn dadurch würde der 5-Star Weakfoot bekommen. Der ist dafür eigentlich wie gemacht. Hat halt nur, nee, nicht mal 5-Star Weakfoot. 4-Star. Aber der sieht schon stabil aus, muss ich sagen. Sieht schon stabil aus. Packen wir auch alles in den Verein. Wir warten noch auf die absolute Banger-Karte. Kimmich war aber schon mal sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier 200k Packs. 35, 55, 55, 355er und ein 10x80 plus. Ich würde sagen, wir gehen rein. 10x80 plus. Sieht mir nicht nach einem Walkout aus, leider. Oh, doch. Tatsächlich. Kobel. Das ist der nächste Double Walkout. Bruder, es geht schon wieder Weltklasse los hier auf dem Account. Bernardo Silva und Kobel. Ey, damit lässt sich wirklich was machen. Jetzt haben wir schon Bernardo Silva, Kobel und Kimmich am Start. Also damit kannst du halt Real Talk was machen. Überragend. Der erste Double Walkout auf der RTG ist am Start. Oh, sie sieht von den Stats auch echt gut aus, muss ich sagen. Kostet auch ein bisschen was. Ja, ist okay. Enzo Fernandes. Ey, der ist auch stark, ne? Der ist auch stark. Der kostet tatsächlich Richtung 10.000 Münzen. Ansonsten, ja, das war echt gut, muss ich sagen. Waren echt ein paar gute Karten am Start. Und ich würde sagen, die besten Packs, die kommen erst noch. Ohne Witz, Mann. Es ist so nice, diese Packs am Anfang ziehen zu können. Oh, wäre das jetzt Alphonso Davies gewesen vom FC Bayern München, das wäre zu krass gewesen. Aber Buchanan sieht auch stabil aus von den Stats. Chelsea kann man halt auch einigermaßen gut linken. Da könnte man sich sogar was überlegen mit Davies und Premier League oder so. Aber 67 Tempo ist halt nur so, geht so, ne? Also das geht auf jeden Fall besser. 30 Items insgesamt. Alles in allem solide, würde ich sagen. Solide. Und damit machen wir weiter mit den 355k Packs. Das sollte kein Walkout sein. Warte mal kurz. Ist das Harder? Die heißt so, oder? Nee, Stanway. Ey, ohne Witz, die Karte sieht echt richtig gut aus. Übertrieben nice Allround-Stats. Was ist das denn? Das ist sehr, sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. Wie viel kostet sie? Ja, okay, auch nur so 3000. Hat 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot. Diego Carlos haben wir noch am Start. Chukwueze. Ja, also alles in allem ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Vamos. 2 55k Packs. Das ist auf jeden Fall ein Walkout. Italien, ZM.
Verratti. Oh Mann, Alter. Man kann ihn immer noch ziehen bei Paris. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ich frage mich als, wie lange muss man warten, bis der Double Walkout reinkommt? Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger, aber man erkennt es schon relativ schnell. Also hier wird jetzt keiner mehr rauslaufen. Oder? Kommt da noch einer? Al-Obairan? Pelé? Nee, Digga, das Ding ist durch. Was ist aber dahinter, ist die Frage. Nacho Fernandes? Joa, ist okay. Auch so ein Verratti, die Stats sind halt bodenlos. Also den wird man niemals zocken. 57 Tempo, geht gar nicht. Von daher, das Pack war zwar vom Rating wieder gut, aber spielbar nicht unbedingt. Und ich hätte gerne echt noch eine richtig spielbare Karte. Könnte auch wieder ein Walkout sein. Deutschland, ZM, Real Madrid. Barca, Gündogan, Junge, den Mann hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wirklich gar nicht. Okay, so viel zum Thema, was ich eben gesagt habe. Da haben wir jetzt übel lange gewartet und da kam dann noch der Walkout. Wojciech Szczęsny. Ah, wir haben halt Kobel gezogen und aus der Serie A hatten wir bisher keinen. Aber wieder sehr, sehr solide. Also die Walkouts kommen hier reingeflogen. Wojciech Szczęsny, 86. Gündo. Sieht okay aus, ist halt auch ein bisschen langsam, ist aber ein nicer Box-to-Box-Spieler. Könnte man sich überlegen, den zu zocken. Ansonsten Xavi noch am Start als Trainer. Also das war auch schon wieder echt gut. Ich habe keine Ahnung, wie viele Walkouts haben wir jetzt schon gezogen. Das ist wirklich krass. Und wir haben die 100k-Packs halt noch nicht mal angefasst. Oh mein Gott, bitte. Ich hätte so gerne irgendeine krasse Karte, die wir so gefühlt dann das halbe FIFA, will ich immer sagen, durchzocken. Aber ja, schauen wir mal. Erstes 100k-Pack in EAFC. Es wird kein Walkout, glaube ich. Nee, aber... Was heißt aber? Keine Ahnung, Mann. Och nee, das ist wieder Koke. Hatten wir den nicht eben schon? 84er Koke im 100k-Pack. Das ist ein Bruch. Das ist ein Bruch. Vielleicht ist irgendeine geile 83er-Karte dahinter. Reece James, bisschen langsam. Was haben wir noch? Di Bernardo. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Da müssen wir loslassen. Das war leider gar nichts. Darwin Nunez nochmal am Start. Aber Bruder, das hätte besser laufen können. Und damit gehen wir rein ins 100k-Pack. Ich gucke weg. Ich will nicht sehen, ob dieses Logo am Start war. Let's go. Das ist Cancelo, oder? Walkout? Cancelo? Hat nur 86? Okay. Hätte ich mehr erwartet. 86er Cancelo. Bisschen wenig Tempo auch. Bisschen wenig Tempo. Würde aber zu Gündogan passen. Und wiederum zu Kimmich. Also wir können da echt ein einigermaßen stabiles Starterteam aus den ganzen Karten packen. Außerdem passt er zu Bernardo Silva. Gefällt mir echt gut. Gefällt mir echt gut. Was haben wir dahinter? Emre Can ist noch am Start. Würde theoretisch auch passen. Kann man auch dieses Jahr wieder als Innenverteidiger spielen. Könnte man sich echt sehr gut überlegen. Cancelo kann man rechts und links zocken. Auch echt eine nice Karte. Dann haben wir Claudia am Start. Otamendi. Ja, haben wir hier irgendwie noch so einen Hidden Gem. Irgendeine richtig geile low-rated Karte. Sieht leider eher nicht danach aus. Aber ich würde sagen, alles in allem war das schon ein sehr, sehr gutes erstes Pack-Opening. Und ich bastel jetzt mal aus all den Karten unser erstes Team zusammen. Mit dem Team müssen wir dann auf jeden Fall Rivals grinden. Denn die erste Weekend League geht einfach schon nächstes Wochenende los. Das war sonst nie der Fall. Eigentlich war es immer das erste Oktoberwochenende. Aber es geht einfach schon nächste Woche los. Das ist verrückt. So, wir checken den Verein ab. Was haben wir alles gezogen? Wir haben Kimmich gezogen. Bernardo Silva, Kobel, Verratti, Szczęsny, Gündogan und Cancelo. Also 7 Walkouts. Das ist krass. Und damit steht unser Team, was ich jetzt hier mal zusammengewürfelt habe. Man muss leider sagen, die Offensive, da mangelt es so ein bisschen dran. Ansonsten haben wir ein ziemlich stabiles Mittelfeld. Die Abwehr gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was halt keine 10 von 10 ist, ist der Sturm. Aber das sind ja auch nur die Karten aus den ersten Packs, die wir bekommen haben. Dafür finde ich es eigentlich echt voll in Ordnung. Dafür finde ich es voll in Ordnung. Und wir haben hier sogar noch einige weitere relativ gute und hochbewertete Karten. Den Enzo Fernandes einzubauen wäre natürlich auch noch eine Option. Zusammen mit Buchanan oder wie sie heißt. Könnte man eventuell auch machen. Weiß ich jetzt aber nicht unbedingt. Weiß jetzt aber nicht unbedingt. Da ist der. Ich glaube, Buchanan würde dann einfach nicht so geile Chemie bekommen. Nee. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir da in der Innenverteidigung erstmal Nacho Fernandes spielen. 28 Chemie ist okay fürs Erste, sage ich mal. Und was wir jetzt mit den ganzen Karten machen, ist folgendes.
Folgendes. Wir brauchen nämlich Coins. Wir stehen bei 10.000 Coins. Und das habe ich auch schon auf meinem anderen Account gemacht. Wir zocken jetzt die Moments-Sterne. Nicht Squad Battles, das ist der falsche Modus. Wir zocken die Moments-Sterne. Denn hier kriegt man auch richtig viele Packs und die sind sogar tradable. Dadurch kann man dann nämlich die ersten Coins gut machen. Und zwar gibt es hier nämlich ein kleines 50k-Pack und es gibt hier auch für 60 Sterne ein richtiges 50k-Pack. Und ich würde sagen, die Dinger schnappe ich, indem ich hier einfach hier die ganzen Grundlagen durchknalle und die Meilensteine, soweit ich komme. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Sterne gesammelt habe. Let's go. Freunde, ich bin zurück, wieder weit über eine Stunde gezockt, hier die ganzen Sterne gesammelt. 133 Sterne insgesamt abgesahnt und ja, man bekommt hier wirklich viele Sterne, hier über die Meilensteine und hier bei den Grundlagen bekommt man auch richtig viele Bonussterne. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Und mit 133 Sternen können wir jetzt folgende Packs abholen. Also hier gibt es generell ein paar coole Sachen, auch für wenig Stuff. 20 Sterne für ein Draft Token finde ich persönlich auch nicht so schlecht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das in einer der nächsten Episoden vielleicht mal machen. Dann versuchen über den Draft ein paar Packs abzuholen. Wir werden jetzt allerdings zweimal das kleine seltene Profi-Pack mitnehmen. Das ist quasi ein halbes 50k-Pack. Und dann werden wir noch das richtige 50k-Pack mitnehmen. Die drei Packs hier sind nämlich alle untrade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Ja, da kann man schon lacken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt. Deswegen, wir gehen auf die tradable Packs, damit wir noch mehr Münzen machen. Öffnen jetzt hier zweimal das Pack. Und wenn man hier die Sterne einlöst, öffnet sich das Pack auch direkt. Und jetzt will ich hier direkt einen Banger sehen. Warte mal kurz, das EA-Logo war diesmal nicht mal am Start, oder? Das ist Busquets, okay. Also hier kann man quasi gar nicht erkennen, ob es ein Walkout ist. Busquets, 83er, tradable, kostet der was. Die anderen Karten sehen auch nicht so geil aus, aber zwei 83er. Ja, die haben halt echt keine geile Range. Ich glaube, man muss die für mindestens 2,8 anbieten. Wir probieren unser Glück, bieten die beide für 2,8 an. Die anderen Karten checke ich dann auf jeden Fall gleich noch ab. Schauen wir mal, ob da irgendwas über die Ladentheke gehen wird. Und dann gehen wir direkt rein ins nächste Pack. Nächstes Leide 50k-Pack für 33 Sterne. Schweiz, Hüter, Jan Sommer. Nein, let's go. Let's go. Da ist er, der Walkout. Kobel aus einem kleinen Pack. Ist das richtig, richtig gut. Hätte ich niemals gedacht, dass wir in einem von den Packs lacken. Aber das ist ein tradable Kobel und der bringt uns auf jeden Fall ein paar Münzen. Wahrscheinlich nicht super viel, aber ein bisschen was safe. Ansonsten haben wir noch eine 83er-Rin, wenn man das so sagen will. Biete ich auch für 2,8 an. Und dann haben wir noch Talisca und Chiellini. Ah, schauen wir mal. Chiellini könnte ein bisschen was kosten wegen Evolution. Ja, nee, kostet nichts. Aber Kobel, wie viel kostet der Kollege? Oh nein. Jetzt müssen wir erst warten, bis der angepasst wird. Mindestens 85k muss man für den ausgeben. Ich werde ihn mal ein paar Mal anbieten die nächsten Stunden. Vielleicht geht er weg dafür, aber das wäre eigentlich Quatsch. Ich glaube nicht, dass er weggeht. Und dann haben wir jetzt noch 67 Sterne für ein seltenes Profi-Pack. Ein 50k-Pack. Tradable. Zum Start der RTG wäre es echt ziemlich geil, da irgendwas draus zu ziehen. Spanien, Linksverteidiger, ich lass los. Oh Mann, Alter, Jordi Alba. Sieht eigentlich noch strong aus, die Karte, aber da wäre jetzt natürlich ein Walkout auch geil gewesen. Was haben wir sonst noch am Start? Wir haben Alba, der kostet halt auch wenig. Dann haben wir Hatch, na, weiß ich nicht. Zakaria, kostet der vielleicht ein bisschen? Ja, ein bisschen was kostet der. Ein bisschen was. Ja. Also es hätte besser laufen können, aber egal. Mit dem Kobel bin ich mehr als zufrieden, sagen wir es mal so. Also viel mehr habe ich da sowieso nicht erwartet. Und mit den 7 Sternen machen wir jetzt erstmal nichts. Die werde ich mir erstmal sparen. Und ansonsten sollten wir bei den Zielen auch einigermaßen weit gekommen sein mittlerweile. Also ich bin hier ganz gut am Ackern. Wir müssen jetzt noch... Okay, hier haben wir das sogar auch alles bekommen. Wir müssen noch 2 Profis kaufen und zweimal die Tagesziele abholen, dann haben wir
die Wochenziele fertig. Wir müssen noch die 30 Spiele voll machen. Und ansonsten sieht das sehr, sehr gut aus. Meilensteine haben wir auch einiges. Da fehlt uns nur noch das ultimative Ding. Ich habe kein hochbewertetes Team. Deswegen reicht es leider noch nicht. Sonst würden wir dafür sogar ein 100k-Pack bekommen. Das wäre sehr, sehr krass. Ist das bei den anderen Sachen auch so? Nee, ist tatsächlich nicht so. Da kriegt man nichts. Das wäre heftig. Und Freunde, das soll es tatsächlich erstmal gewesen sein. Von der ersten Folge von Was erreicht man in IFC 24 ohne FC-Points. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die fortgeschrittenen SBCs. Da gehen wir rein, da geben wir Gas. Und eventuell werde ich schon mal in der Zwischenzeit das ein oder andere Rival-Game machen. Wenn euch das Video gefallen hat, supportet das Ding. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch noch das Video hier ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.